ich tun. Selber würden alles für dich tun. Freue mich wahnsinnig, heute hier zu sein. Ich freue mich, dass ich es gefunden habe, sagen wir mal so. Also, nee, ich liebe Köln. Ich liebe Köln. Es ist wunderbar. Alleine eure Sprache. Viele denken, Köln, die haben nur den Dom. Und das ist Quatsch. Bin extra heute ein bisschen früher gekommen und habe mich umgeguckt. Guck mal, es gibt den Dom. So, ne, das ist natürlich so ein protziger Dom, das wäre natürlich nichts gewesen für meinen Kumpel Martin. Luther, kennt er vielleicht. Ne? Martin Luther arbeitete bei uns damals in so einem Reformhaus. Ja, Martin war ein ziemlicher Punk, sehr alternativ drauf. Einen uralten Wartburg gefahren. Kreuz und quer geparkt, das Ding, jeden Tag einen Strafzettel bekommen. Der hat nicht ein Ding davon bezahlt. Ich bin irgendwann zu ihm hin, ich sage, Martin. Martin, sag ich, du musst mal so einen Strafzettel bezahlen. Sagt er, nee, Exe, mache ich nicht. Ich sammle die und wenn ich 95 Stück habe, haue ich den Wittenberg ans Ordnungsamt. Ja, Martin, ja, es ist so. Wisst ihr, er war ein bisschen überkreuzt mit den Katholiken, das wisst ihr vielleicht, ne? Sind ja zum Teil Studenten hier heute. Ich habe irgendwann mal zu ihm gesagt, wir saßen mal zusammen, U-Bahnhof, Samariterstraße, letzte Bahn war weg. Ich sag zu ihm, Martin, willst du mal katholisch werden? Da sagt er, Exe. Exe, sagt er. Sehe ich ihn noch, ne? Wie er sagt, Exe. Ich werde an dem Tag Katholik, wo du Papst wirst. Ich sage, ich Papst? Martin. Wieso soll ich mich beruflich verschlechtern? Also ich meine, als Papst arbeite ich ja quasi als mein eigener Stellvertreter. Ich lasse euch gerne ein bisschen mehr Zeit für den Waschgang, kein Problem. Ne? Das, es ist, nein, aber das ist gut, ist gut. Wirklich, wirklich. So, der Witz ist, ja. Und es ist eine Comedy-Show, ich sage immer gerne mal, was der Witz ist. Der Witz ist, ich bin mal gefragt worden, ob ich Papst machen möchte. Ich war durch Zufall im Vatikan, ich wollte nur ein paar Heftchen abholen, ich hatte den Jungs was geborgt, ne, und, die saßen gerade zusammen, Konklave, ja, also komplett mit Bademantel, Mütze, alles. Ne? Und ich sage, Jungs, lasst euch nicht stören, ich husch kurz durch, ich hole die Heftchen runter, ich hoffe, die Seiten sind trocken. Ey, ungelogen. Da brüllen die mich in 6 Sprachen an, Exe, mach die Zigarre aus, mach die Zigarre aus, mach die Zigarre aus. Ich sage, wieso denn? Der Qualm steigt auf. So, jetzt war der Kacke am Dampfen. Ne? Mussten sie einen raus auf den Balkon jagen. Ich sage, habt ihr schon einen? Nee, wir gehen alle nicht. Würdest du es machen? Ich sage, ich Papst. Puh, wie lange dauert denn das? Also, na, grundsätzlich kann jetzt Papst nicht so schwer sein. Also kann das schon hinkriegen. Wenn das jetzt hier das Papamobil wäre, man muss ja im Prinzip nur so. Hauptsache keine Kondome. Ja, es geht schon, aber pass mal auf. Ich habe mal in so einen Arbeitsvertrag reingeguckt. Ja. Es ist nicht attraktiv. Also, du musst zum Teil 8 Wochenstunden Kreuzzüge nachweisen. Und Kreuzzüge ist nicht meins. Ja, Kreuzzüge ist nicht meins. Kreuzfahrten. Das ja, und das erzähle ich nächstes Mal. Tschüss.